Willkommen heute zu einer weiteren Wochenüberblick mit Clicker, Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel ist jetzt wieder Idle Champions of the Forgotten Realms. Die haben jetzt aktuell wieder das Recruit-a-Friend-Wochenende und es hat ein neues Event angefangen. Das heißt, sie haben es auf jeden Fall entkoppelt. Das neue Event ist Simriel und es geht darum, dass irgendwie die Lebensmittel abhanden gekommen sind und ja, die Frage ist, wie, warum und wieso. Ihr seht, ich bin aktuell auf Level 49, hatte das gestern zum zweiten Mal die Startkampagne letztlich erfüllt. Ich musste jetzt hier eh nicht aufleveln, weil ich werde an der Stelle nämlich, mal gucken, nochmal resetten. Das heißt, ich bekomme jetzt nochmal einen 250% Bonus und werde dann die Mission noch ein drittes Mal machen, wo ich sie dann tatsächlich abschließen werde. Also das hatte ich ja schon mal angekündigt, so als Strategieempfehlung. Da die Free-to-Play-Mission, beziehungsweise hier steht es ja nicht, hier kann man es so noch nicht nachlesen, aber in der Übersicht hier. Also die Standard kostet eben nur 100, während die erste dann schon 1000 kostet, 2500 die mittlere und 5000 die normale und die Free-to-Play kostet 2500. Das heißt, an der Stelle ist natürlich aus meiner Sicht sehr sinnvoll, also ich denke im Moment so eine Quote von dreimal diese Quest zu durchlaufen ist ganz sinnvoll, weil danach wird es natürlich auch blöd, weil die Boni sich nicht so weit auswirken, wenn ich in einem niedrigen Level bleiben muss, obwohl ich halt deutlich mehr DPS machen könnte. Und deswegen jetzt natürlich nochmal der Reset und dann noch ein Neustart auf diese ganze Mission. So, jetzt kriege ich die nämlich nochmal für 100. Und kann jetzt hier auch relativ schnell durchgehen, weil ich natürlich dadurch auch ziemlich hohes Goldeinkommen habe, womit ich dann auch meine Klicks schnell verstärken kann und auch schnell bis Level 50 wiederkommen werde. Hier muss ich jetzt mal noch umstellen wieder, damit eben bis zum Upgrade das alles immer mitgekauft wird. Und hier dann jetzt schon mal das erste Level wieder abschließen. Und die zweite freischalten natürlich, damit die im Doppelpack angreifen können und so nämlich dann auch die Gelegenheit haben, natürlich schneller die Monster zu killen. Während die beiden jetzt ein bisschen zu tun haben, gehe ich mit euch nochmal kurz in die Blessings. Weil hier ist es zumindest so, dass ich mir jetzt tatsächlich auch den Standard geleistet habe, das Double Damage, das ja auch sich in allen Kampagnen auswirken soll. Das heißt, das ist der erste große Bonus zu sagen, okay, der wirkt auch für die Events, womit das aus meiner Sicht auch eine Beschleunigung erfahren hat, weil ich beim ersten Mal, ich glaube, ich bin beim ersten Mal tatsächlich auch schon bis Level 50 letztlich gekommen, beziehungsweise eben den 49 stehen geblieben und habe 50 nicht vollendet, was ich eigentlich so bisher bei den anderen Events auf keinen Fall hatte, weil ich hatte das eine Video gemacht, wo ich auch ein Event angefangen habe und durchgelaufen bin und wo ich dann letztlich drei Resets gebraucht habe, um bis zu dem notwendigen 50. Level gut durchzukommen. So, letztlich gibt es hier jetzt auch nicht allzu viel zu tun, außer eben das soweit durchzuspielen. Wie gesagt, die Lebensmittel, die ganzen Sachen für das Fest sind verschwunden. Ich weiß nicht, ob Simriel irgendwo ein bekannter Begriff ist für irgendeine Festivität rund um Weihnachten. Habe ich jetzt nicht weiter nachgeschaut. Ist mir jedenfalls nicht geläufig, wie dieser Begriff damit zusammenhängt. Auf jeden Fall ist es so, dass eben die ganzen Sachen, die halt da verspeist werden sollen, verschwunden sind. Und natürlich machen sich unsere Helden auf die Suche, wo diese Sachen gelagert oder verschwunden sein können. Zuerst gehen sie jetzt erstmal im Haus auf Spurensuche und finden da einen etwas betrügerischen Kammerjäger, den ihr jetzt hier schon sieht, den ihr jetzt hier schon seht. Dem wir gerade etwas ins Handwerk fuschen und danach geht es aber dann weiter nach draußen, um die Spuren zu verfolgen, die mich dann nach und nach in die Berge führen, an verschiedenen Gruppen und Wölfen vorbei. Und ja, das so ganz kurz die Geschichte. Und was jetzt tatsächlich dahinter steckt, das verrate ich euch jetzt an der Stelle noch nicht. Vorhin habt ihr es in Level 49 zwar schon, glaube ich, was dazu lesen können, aber die Auflösung erfolgt halt erst in Level 50.
Und es ist im Endeffekt wieder ähnlich gelagert wie die bisherigen Missionen auch. Sie sind auf jeden Fall wieder länger. Also es sind jetzt zwar nur noch 8 Tage, aber es hat auch mit 11, 12 Tagen angefangen. Eben der neue Champion, der rekrutiert werden kann, wieder mit den verschiedenen Sachen, dass man alle Pieces haben soll und dass man die Adventure vervollständigen soll, Level 175 erreichen soll, seine 6 Slots ausrüsten soll. Da kommt schon wieder einiges zusammen. Und eben dann hier die Adventure-Liste, die man eben hier vervollständigen soll. Also mal sehen, wie weit ich diesmal komme. Mal wieder direkt ein neues Event eben bei Idle Champions of the Forgotten Realms. Es ist nicht synchronisiert mit den Eventzeiten bei Crusaders of the Lost Idols. Ich frage mich hier, ob die untereinander überhaupt die Synchronisation eventuell absprechen würden, zu sagen, okay, wir machen da gerade ein komplett neues Feature und machen da irgendwas mit und dass sie dann die Releases so abstimmen, dass sie sich nicht gegenseitig noch die Aufmerksamkeit klauen, wenn die Leute dann das eine ausprobieren mit den neuen Informationen und dann die andere Meldung irgendwie untergeht. Genau, also jetzt kommen wir noch ganz entspannt in die Berge, aber bald wird es etwas kälter werden und es wird nicht mehr der normale Grizzly uns dort angreifen. Genau, und schon beginnen die ersten Schneefälle. Jetzt wechseln auch die Wölfe dann von den normalen Wölfen, von den normalen braunen oder grauen Wölfen hin zu den weißen Wölfen, auch wenn sie im Moment noch gemischt auftreten. So, mit dem Klicker geht es relativ zügig dann auch durch das Spiel durch, weil jetzt habe ich ja schon eigentlich so viele Goldeinnahmen, dass ich da immer am Ball bleiben kann und dass mein Klicker noch ziemlich lange mitwirkt. So, der erste Alpha-Wolf. Ja, hat leider nicht viel Gelegenheit gehabt, er ist gleich von Bruno erledigt worden. Ja, als nächstes ist jetzt die Zwergenfarm, die von Banditen belagert wird, wo wir jetzt vorbeikommen. So, und natürlich sind es nicht die einzigen, die hier in den Ruinen rumstöbern, sondern da sind noch ganz andere Sachen unterwegs. Aber auch das hält mich nicht auf, da weiterzukommen. Ja, die Gelegenheit dann gleich beim Shop verpacken und Wolfsfelle einsammeln. So, jetzt lernen wir das nächste kennen, was hier so in den Bergen noch rumläuft. Und haben damit schon die Hälfte der Story abgeschlossen. Ja, ein anderer Jäger. Ja, je weiter wir den Berg weitergehen, desto kälter wird es natürlich und desto mehr Schnee fällt. Und wir sind nur noch von Winterwölfen umgeben, letztlich. Tja, so ganz wölfisch ist es jetzt nicht mehr. Jetzt kommen auch noch ein paar andere Kreaturen wieder dazu. So, und schon haben wir einen Eis-Mephit. So, und jetzt haben wir uns noch mit einem dicken, fetten Bären angelegt, nachdem wir hier an seiner Statue Blumen geklaut haben. So, nachdem wir jetzt den Pfad verloren hatten, wo eigentlich diese weiteren Versorgungsgüter hin sind, haben wir jetzt dann zumindest zufällig einen Trupp Abenteurer gefunden und dem Boss sorgen wir jetzt dafür, dass er uns verrät, wo die ihre Supplies herhaben, die zwar nicht die sind, die wir suchen, aber irgendwo müssen die sie ja hier oben trotzdem her haben. Genau, aus einer nahen Höhle. So, jetzt sind wir kurz vor dem Eingang der Höhle und müssen aber noch ein paar Wildschweine aus dem Weg räumen. Und mein Klicken hat jetzt langsam keinen Beitrag mehr. Das machen wir jetzt dann alleine. So, hier jetzt also der Abschluss der
Story-Quest von der neuen Map, dem Simreal-Event, dass ihr dann noch über eine Woche spielen könnt, um euch einen neuen Crusader freizuschalten und in das Spiel weiter einzusteigen. Also damit, dass ich jetzt ihn erledigt habe und damit auch die Mission freigeschaltet habe, also beziehungsweise den neuen Crusader freigeschaltet habe, damit schließe ich jetzt auch für heute ab. Ja, sie sind jetzt dabei, die Sachen nach unten zurückzutragen, beziehungsweise ich werde jetzt noch nicht resetten, weil natürlich werde ich jetzt den Rest weiternehmen, um meine Favors nochmal deutlich anzuheben und so weit zu spielen, wie es maximal möglich ist aktuell. Und soweit erstmal die Story-Quest, die hinter Simreal steht, in der neuen Eventkarte. Und viel Spaß beim Mitspielen und Ausprobieren und bis zum nächsten Mal dann bei Idle Champions of the Forgotten Realms. Tschüss!